Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir haben heute mal ein ganz besonderes Thema, nämlich der Eintritt unserer Seele in den Körper, was da alles Besonderes geschieht und vor allen Dingen, wie vielleicht schon auch unser Lebensplan da mit integriert ist. Das erfahren Sie heute von ganz besonderen Gästen. Bis gleich. Hallo, liebe Barbara, liebe Bachitno, schön, Hallo. Dass ihr beide da seid. Bachitno, wir hatten schon einige Interviews, ich freue mich riesig. Du bist ja wirklich Ärztin und Heilerin und machst auch wirklich ganz besondere Sitzungen mit den Menschen. Durfte ja auch mal eine mitmachen, war wirklich eine ganz besondere Erfahrung. Und liebe Barbara, du bist Freundin und Begleiterin und hast natürlich auch ganz, ganz viel erlebt mit den Menschen, die zu Bachitno gekommen sind. Und ich freue mich heute, dass wir echt das Thema mit der Seele mal jetzt von dir hören. Ich würde, was noch lustig ist, gell? Wir beide die Tür heute aufgemacht, beide in Gelb. Ich habe gesagt, okay, die Schwingung passt schon mal. Ich ziehe mich jetzt auch nicht um und es freut mich natürlich umso mehr, dass wir noch farblich und auch emotional so gut aufeinander abgestimmt sind alle, ja. Richtig schön. Die Seele, ja, ich fange einfach mal an. Ich frage direkt mal, wo geht es denn da wirklich los? Also wo ist der Startschuss, ja? Ja, es ist eigentlich die Seele, die, bevor sie überhaupt kommt, nimmt die Eltern, nimmt die Seele, jeder möchte eine bestimmte Erfahrung machen. Mhm. Dementsprechend, die Seele hat Möglichkeit, Auswahl, die Bedingungen hier, sagen wir so, ja, die Bedingungen, es heißt, dass Eltern, Teile zu wählen und die Elternteile mit ihren Erfahrungen, mit ihrem genetischen Code, mit allen zusammen, weil in diesem genetischen Code, in diesen Erfahrungen von Elternseite alles, ist das, was die Seele früher selber ist, ihre Erfahrung, was sie möchte hier noch erfahren, das muss so Bedingungen schaffen, dass die Seele bestimmte Ziele, die welche in diesem Leben vorgenommen hat, dass sie das kann maximal erleben und diese Erfahrung machen und von davon auch profitieren in ihrer weiteren Seins. Mhm. So sehe ich es an. Was ich mir immer für eine Frage stelle, wo will denn die Seele hin? Also was, also es sind ja diese verschiedenen Erfahrungen, die die Seele machen will, aber wenn sie dann, gibt es einen Moment, wo die Seele auch wirklich dann wie so rund ist, dass alles erlebt wurde? Es ist im Grunde, bevor wir auf diese Rundseele ist, ob sie alle Erfahrung, das ist eine globale, ist in sich, mhm. mit Stück für Stück da reingehen. Ich glaube, das ist das, was interessant wäre, ist erstmal überhaupt, ob diese Bedingung, es kann Seele wählen, diese Bedingungen, diese Elternpaaranteile. Mhm. Aber was kann sie auf diesem Weg, was kann sie beeinträchtigen? Welche Hindernisse hat sie auf diesem Weg? Ich glaube, das ist das Wichtigste, worüber ist das. Nur dann kann sie weiter eigentlich mhm. sich entwickeln. Diese Hindernisse, warum? Weil stellen wir so vor, ja, wenn die Seele da, wenn wir oben, das ist in den morphologischen Feld, Gott, lebendige Licht, man nennt und so, von oben dieser Überblick, das ist Adlerblick. Mhm. Wenn sie Adlerblick von oben, sie haben sie ganzen Überschau und alles, ja. Aber wenn sie in eine Situation enge runterkommen, dann sie sind in einem engen Raum. Sie verlieren sie diesen Überblick alles. Dann sie sind mitte drin in Geschehnissen. So ist die Seele auch. In dem Moment, wo sie in den Körper reingeht, mhm. überhaupt, wenn sie reingeht in den Körper, dann sie ist erst, wenn ich sage dieses Wort, verloren. Ja, weil sie ist Bindung zu ihrem Ursprung, ist so, verschmelzt sich erstmal. Und dann kommt sie in die Bedingung, wo sie ist eingesperrt. Keiner von uns Menschen möchte gerne eingesperrt mhm. sein, eingeengt sein. Und sie muss da adaptieren sich in diesen engen Raum. Und wenn noch kommt dazu noch die andere Informationen, alles, es ist so, ist, dass du siehst eingeengt und noch auf dich
kommen sie eins nach anderes, gefühlsemotionale, was wir erleben, ob die, ich bin jetzt gerade Gefühle, positive, negative, habe ich erlebt, die sind alles, was bringt aus dem Gleichgewicht ein bisschen. Und auch die Eltern sich bewusst als Seele auswählen, die einem quasi die Herausforderungen im Leben wirklich ebnen. Also, dass du vielleicht Eltern hast, die eventuell nicht für dich da sind oder ganz vielleicht genau. auch dich ganz schlagen genau. oder früh ganz sterben, genau. ist dass es du das erlebst, ja. woraus du dich entwickeln darfst. Oder wie ja. so ein Lernfeld. Ich bin in meine Sitzungen, in meine Erfahrungen, wo die Situation gibt es so, mhm. dann ist das, es ist, haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Kommt von sich selber. Ich sage, Sie sind als Kind, bevor die Seele. Wenn ich bin hier als, schon als die Mutter und habe ich den Mann, Ehemann, ja, wir sind Eltern. Und wenn ich entscheide, ein Kind zu bekommen, dann ist das, kommt, ich bin hier mit den drinnen Geschehnissen, ich weiß es nicht, welche Seele mit welcher Erfahrung kommt. Mhm. Ja? Denn ich habe schon mein Leben, schon Erfahrung bis jetzt gemacht habe und habe ich ja gefühlsemotionale hoch und runter und das hat schon mich auch als Mensch ein bisschen beeinflusst. Und ja? geprägt, ja. Ja, hat es schon mich. Mhm. Und die Seele oben, Kind, welche? Egal wie abbestimmt worden ist schon vorher, ist mhm. das. Der hat noch immer freien Wahl, sich entscheiden, sagen, opla, ich wollte doch zu Barbara als Mutter und zu ihrem Mann kommen oder zu Karina oder zu Bachert. Aber um Gottes Willen, diese drei Damen haben sie entwickelt, nicht in die Richtung, nein, nein, halte ich fern. Oder sagt, oh, mir gefällt die Karina oder ist die Barbara. Ja? Mhm. Die hat immer noch einen Wahl. Und deswegen, wenn die Leute kommen, die zu mir erleben, die Gewalt, irgendwelche Sachen, ich sage, sie haben die Wahl gehabt, nicht zu kommen. Aber sie sind trotzdem gekommen. Niemand hat sie gezwungen. Glauben Sie bitte, weder liebe Gott, weder Ihre Engel, niemand zwingt. Sie sind trotzdem in diese Bedingungen sind gekommen. Warum sie sind gekommen? Um diese Bedingungen nicht nur zu akzeptieren, nein, diese Erfahrung was zu lernen. Mhm. Und das ist das, die, und den großen Gang, wenn man kommt, den großen, was ich habe bemerkt, es geht es immer um Vergeben, um Dankbarkeit, Vergeben und es geht um die Liebe. Mhm. Und das geht es, die Seele, um die Seele geht es. Wir sagen, wir reden wie von dem Endstandpunkt, im Körper geht es, ja? Wie ist denn bei dir, Barbara? Hast du da auch noch Geschichten aus dem Nähkästchen? Also, wenn ich so gefragt werde, das Schönste, was, wenn du mich jetzt fragst, was ist das schönste Erlebnis, das ich mit der Bachit nur so eins der schönsten mhm. Erlebnisse hatte? Ich bin, wir waren zusammen im Auto, wir sind gefahren und dann sagt die Bachit nur so zu mir, wir reden immer, wenn wir so zusammen sind und dann sagt sie, Barbara, soll ich dir mal erzählen, wie ein Mensch, wie eine Seele sich entscheidet, wie die in den Körper kommt? Ich sag dir, Corinna, das war, oh mein Gott, ich war so demütig. Also, Bachit, nur würdest du uns das erzählen? Ist das möglich? Es ist nicht nur im Körper geht, so. Es ist die, ich, ist ja, aber darf ich ein bisschen, es geht darum, ich bin die Ärztin, ja, und ich bin wissen immer, diese unsichtbare Phase der Entstehung des Körpers. Wir nehmen, ist jede Materie, ist hier auf der Erde, Objekt, Subjekt, jede Materie ist, wir wissen, das steht von Lichtwellen, festgelegte Lichtwellen, bewusst, unbewusst, auf welcher Ebene, Bewusstsein oder nein. Und so ist das, mich hat das diese Phase interessiert. Wie entstehen, warum entstehen die Krankheiten? Was ist das traumatische Erlebnisse, warum und so. Und da bin ich mit der Barbara gefahren, habe ich gesagt, Barbara, möchtest du hören, wie die überhaupt Körperentstehung ist, das in, wie ist das? Und dann sagt sie, ja. Und so haben wir uns ein bisschen unsere Fahrt ein bisschen verkürzt.
wenn die Seele kommt auf die Erde, ja, das ist die Vater, Mutter, Ei und Samen, ja. Die Seele ist die, wenn wir ein Haus bauen, ja, Haus bauen, es gibt einen Architekt, richtig, und gibt es die Besitzer, ja. Das ist die, und so ist das, diese, wer baut dieses Haus? Bausteine, aus was entstehen die Körperbausteine, wie wird es gebaut überhaupt, wer ist der Herr dieses Hauses, ob dieser Körper, es ist ein Haus, aber es ist der Besitzer, ist die Seele. Wer sind ihre Arbeiter, diese aktive Lichtteile, Partikel, die welche, wenn Ei und Samen kommt zusammen, dann ist diese aktive Partikel, ganz aktive, diese Quantenphysik, die sind die Dinge, die sind alle Informationsträger von der Seele, wie der Körper wird gebaut, alles, wie die Entstehung. Schon Seele weiß, wie wird, wie ein Computer, Mann, Frau, ist das schon steht, dass die, wie der Körper wird gebaut. Aber ob dies, das entsteht, diese, am Ende dieser Körper oder nein, wenn das Haus wird gebaut, kann eine Bauteile fehlen. Oder was? Ja, ist gut, kann man stehen lassen, nachbauen, aber im Bauen des Körpers nicht. Warum? Wieso? Wenn die geht, dass diese aktive Teile, dann fangen die an, habe ich gesagt, Barbara, Information hat bekommen. Und wie die Spinne jetzt webt, da legt das die Teile, feste Wellen und die Bausteine, da muss man Baustoffe, Calcium, Kalium, Magnesium, Zink, was man braucht, Wasser, Bestandteil von allem Wasser, dass man ständig das. Das heißt, dass für die Mutter ist wichtig, dass in ihrem Blut alle diese Teile werden sie, Mikroelemente, Stoffelemente, alle muss im Blut sein. Denn ist das nicht diese Calcium, Kalium, Magnesium in Zelle geht, durch, das ist so falsch. Im Blut muss in eine bestimmte Zahl entstehen, damit dass die Photonen, Biophotonen bewegen sich, Informationen bekommen. Er hat Zink braucht in diesem Moment. Calcium, diese zack, 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 zack und dann wieder webt, legt glatte Wellen, die welche festgelegt werden und mit Wasser, mit allen, und das sind die Quantenphysik sagt Kohärenz. Kohärenz ist eine bestimmte Struktur, bestimmte Härte, bestimmte Ordnung, bestimmte Dinge. Das wird gelegt alles. Und dazwischen werden die, um das beleben, ist das ständig diese Biophotonen unterwegs und bauen die. Und so legen deswegen die kommt auch dieser Lichtimpuls, ja, wahrscheinlich, und das oder ist bei der Zeugung? Das die, ja, Licht, diese Lichtwellen, und so entsteht irgendwann nur diese, die Embryo sichtbar wird. Es ist so viel arbeitet, bis dass diese Wellen sichtbar werden. Bis diese Zelle, gelegte Zelle aus den äußeren Platte, innere Platte sagt, aus den Organen entwickeln sich, ja, bis dass das wird sichtbar. Es ist so viel Wellen gelegt werden sie, dass das mit Bausteinen, mit allem und Wasser. Und in diesem Moment ist wichtig, dass im Blut, es gibt doch diese Sache, dass die Syndrom Downer zum Beispiel, ja, das ist in Amerika, Wissenschaftler haben sie festgestellt, das Syndrom Downer nur bei wiederholten Schwangerschaften, Kinder werden sie geboren mit Syndrom Downer. Und das geht darum, dass sie haben sie gefunden, sagen sie, irgendwo in irgendeiner Phase, Bauchphase, Zink wird gefällt. Zink, Phosphor oder Zink mit ineinander, aber es ist Zink. Es ist das Zink zum Beispiel, Körper kannst du keine essen und muss man Zink immer nehmen, für das Immunsystem sehr wichtiger Bestandteil. Und das muss im Blut sein. Und wenn ist das dann, die Partikelchen holt nur Information und dann bringt, wenn ist nicht genug Zahl oder gar fehlt, dann ist Baustein fällt. Da kann entstehen, da können sie dort entstehen, angeborene Probleme. Schauen wir, in welches Stadium. Stadium, wo der angelegt wird, Gehirn. Wo wird angelegt? Die sind Informationen, diese Störungen. Und deswegen so wichtig Ernährung einer Mutter. Und wichtig Wasser trinken. Denn ist das Wasser, wenn sie Haus bauen, sie bauen. Welcher Teil Bausteine geht ohne Wasser? Zement mit Wasser, Ziegel mit Wasser, Holz ist das Wasser, braucht alles Wasser. Es ist so Wasser, es ist A und O und die Bestandteile alle, welche braucht man. Und so irgendwann, zack, 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 sich
sichtbar steht, Zelle sichtbar entsteht. Und aus diesen Zellen, wo die Informationen schon, da drin Informationen, wie entwickeln sollen, wie ist die Größe, was ist die Farbe, Haarfarbe, alles da. Und dann nachdem, wie die, sie bauen, wie sie die Pulle stricken, oder ist die wie die, Netz baut sie, die Spinnen, so zack, 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 zack. Und die sind so in eine Geschwindigkeit, eine Lichtgeschwindigkeit, alles so irgendwann dann Embryo entsteht. Diese mit, und wenn Sie sehen, Sie Embryo, schauen Sie bitte an, das sind nicht die Augen so, das liegt irgendwo klein und dann wächst. Warum, wieso wächst? Was ist die Informationenträger und die sind mit Information entwickelt. Aber die Frage stellt, wer ist die Träger der Information? Mhm. Und die Verbindung steht ständig mit der Seele. Und da Barbara sagt, ist die Seele in diesem Moment da drin? Und Barbara sagt, nein, er ist noch nicht drin. Weil du ziehst du nie in ein Haus, welches noch nicht fertig steht. Wenn sie die Türe nicht gebaut, Fenster nicht gebaut, Dach ist nicht da, wie können sie dahin einziehen? Und undicht. Ja, und dann ist das die Dinge, deswegen ist noch nicht. Der muss es, okay. Aber ständig, aber der ist das. Sie sind, Haus bauen Sie zum Beispiel in Stuttgart, sitzen Sie in der Schweiz, aber Sie sind ständig, ab und zu mal gehen Sie rein, schauen Sie mal und bekommen Sie die Bild. Sie sind immer im Laufen, wie es das läuft. So ist die Seele auch. So ist das. Habe ich hier, ja, oder? Schön. Und da hat die Seele, wenn zum Beispiel im Bausubstanz nicht da ist, Bausubstanz dann sagt, nicht kann da, die Seele entscheiden, dass sie geht? Oder wie läuft wenn das? Gibt es ja, Informationen? Wenn, deswegen oder wie sagen das? Wir, die manchmal ist die Seele, hat es die Fehlgeburten entstehen. Sie, manchmal ist die Dinge entstehen. Ja, die Seele hat die Wahl, sich noch immer entscheiden zu gehen. Und zum Beispiel, wenn es im sechsten Monat sagt, auch sie geht, kann sie entscheiden. Das ist die hier zweierlei Dinge, Anziehungskraft. Diese Mutter hat ihre informationsgenetisch irgendwelche traumatische Erlebnisse mit irgendwas, dass die Seele ist in diesem Körper, sie sieht, nein, diese Entwicklung, wie sie es möchte gerne, wird es nicht. Dann ist die Seele kann sich entscheiden, anderes wozu, nicht in diese Körper reinzugehen. Aber da ist die, für die Mutter gibt es auch Verarbeitungsprozess. Eine Erfahrung auch. Eine Leben, Erfahrung. Ja. Und dann, wenn sie diese Erfahrungsschlüsse zieht, richtig an und so, das kann ja sein, dass sie in die nächste Schwangerschaft kann erfolgreich sein. Oder diese überhaupt die Schwangerschaft, war es gewünscht, erwünscht von ihr oder nein? Und die Seele kann, trotz dass die Mutter nicht wünscht, auch bleiben. Ja? Die sind hier, beidseitig ist das. Und die Seele hat immer Wahl, bis letzten Moment zu gehen. Aber wir haben es auch schon erlebt, Bachit nur, gell? Wenn du geschaut hast, dann haben wir zum Beispiel schon erlebt, sorry Corinna, dass ja, ich dazwischen erzähl, rede, das war aber so spannend für mich, dass zum Beispiel eine Frau gesagt hat, ja, sie hatte eine Fehlgeburt und dann hat sie ein halbes Jahr später, die war zum Beispiel in einem anderen Land und ist dann nach Deutschland zurückgekommen. Das im Ausland hat sie eine Fehlgeburt gehabt und dann kam sie nach Deutschland und dann ist sie hier wieder schwanger geworden und hat hier ist sie wieder schwanger geworden und diese Seele ist wieder zu der Mutter gekommen, weil diese Seele wollte in dem anderen Land gar nicht auf die Welt kommen, weil die Seele im Himmelreich gesehen hat, da kriege ich voll Gänsehaut, weil die Seele gesehen hat, dort ist zu gefährlich, die Bedingungen sind nicht gut. Die Mutter wird nur Schwierigkeiten kriegen und es ist für die Mutter einfacher, wenn sie dann hier ist, dass es dann hier passiert. Und somit hat die Seele sich dann auch sozusagen ausgesucht, als Deutscher auf die Welt, zum Beispiel als Deutscher oder als Schweizer, ja, man inkarniert oder? Ja aber auch in das System, gell? Ja, also das ist ja auch, wenn du in Deutschland so inkarnierst, hast du ja auch die ganze Information der Erfahrungen der Deutschen, sag ich mal, in deinen Zellen. Genau. Ja? Die Erfahrung Familie, Mikroklima, Makroklima, Land in welche und Gesamtheit. Und das ist das alles, wie sind, Gesamtheit kann nicht ohne einen existieren. Und eine kann nicht ohne Gesamtheit existieren. Und da ist das Mikroklima, erst wohin man kommt, in diese familiären Mikroklima-Bedingungen,
da kann Seele, wie sie, wie sagt, da kam die Glaube, Mutter wollte wissen, ja, mhm. wieso, warum mhm. ist das so geschehen? Und habe antwortet, mhm. sie haben sie dieses Kind wieder? Dieses Gerade Kind. Bei die Behinderung finde ich so eine extreme Herausforderung für die Familien. Steckt da auch der Seelenplan dahinter, dass man sagt, okay, die Seele, die möchte diese Erfahrung vielleicht machen? Meines oder die Eltern sollten die Erfahrung machen? Also da gab es eine ganz tolle Geschichte auch, Bachitno. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Ja, die eine zum Beispiel, wo du auch mal geschaut hast in einem Fall, da war es eine Gleichung. Da ging es gar nicht anders, weil die haben Krieg erlebt, die Vorfahren. Ja. Und dann haben die... Da ging es um Glaubensrichtung und dann wurden von einer Glaubensrichtung zur anderen, haben die zwangskonvertieren wollen. Mhm. Und dann hat dieser Christ hat zugeschaut, wie die Muslimen das gemacht haben. Und dann hat er, die mussten sich grausam irgendwie, ich möchte den Fall gar nicht so genau schildern, aber das war sehr grausam. Und dann sind die beiden Männer, die Christen, gestorben. Und der zugeschaut hat, wie das geschehen ist, hat dann gesagt, ja, innerlich hat er gedacht, so grausam wie ihr seid, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr jämmerlich verreckt in irgendeinem Leben. Das hat der so in sich, hat er das so ausgesprochen. Dieser Mann hat Familie gezeugt, ist schon von dieser Welt gegangen und Nachkommen haben Probleme, die haben... Weil er den Fluch ausgesprochen hat. Genau. Weil er so also böse war, dass er den anderen... Also er war nicht böse, er hat die Situation nicht verkraftet. So viel Grausamkeit im Krieg erlebt, so viel Grausamkeit. Okay. Und in dem Moment, er war jung und hat es gesehen, wie Grausamkeiten geschehen sind. Und dann hat er gesagt... Ich wünsche euch im Herzen, der über die den Auftrag gegeben haben, ich wünsche euch, dass ihr eins zu eins das Gleiche erlebt. Das waren zwei höher gestellte Soldaten, die das in Auftrag gegeben haben. Und die zwei Soldaten sind als seine Enkelkinder wiedergekommen. Und dann haben die, also es friert mich richtig, und dann haben die sind mit 14 angefangen, das Muskelschwund. Und immer, also die haben nicht mehr handlungsfähig. Nicht mehr handlungsfähig waren. Aha. Also es ist nichts mehr handlungsfähig. Und daher hat diese Seele, die welche hat die Verwünschung gesprochen, hat was zu lösen. Und diese andere zwei auch. Denn er hat damit mit diesen Verwünschungen angezogen. Deswegen ist das noch einmal, das ist die angezogen. Und am Ende, man sagt, bevor du irgendwelche Worte sprichst du aus, Gedanken, kontrolliere es, dass rum um dich schwimmt. Siebenmal geht rum um dich, dass jeder Gedanke hat eine Lichtgeschwindigkeit. In dem, was sie ausgesprochen haben, die siebenmal rum um dich. Und dann, da ist keine Frieden hat mit sich beschlossen, keine Frieden mit diesen Geschehnissen allen und hat nicht überlassen einfach, lieben Gott, es ist die Dinge, das ist einfach das. Am Ende, er hat diese zwei Seelen bekommen und die welche waren nicht mehr handlungsfähig. Er hat die Handlungen von denen gesehen. Und jetzt seine Erfahrung, jetzt kannst du, die sind sie jetzt an. Die sind nichts mehr, können was handeln und tun. Niemanden können sie was antun. Das war sozusagen Muskelschwund, was ist? Ja. Du beherrschst dich nicht. Du kannst nichts mehr was tun. Deswegen ist das. Aber das war jetzt aus der Ahnensituation, gell? Aus der Ahnensituation. Also da ist dann natürlich, dann brauchst du jemanden, der da wirklich auch in der Lage ist, es überhaupt zu erkennen und zu sehen. Und das ist ihr Bereich, da verbindet sie sich und schaut. Und dann wird ihr das gezeigt. Ja, und so ist das, für mich ist das, wenn ich sehe diese, für mich ist das Schreck, er hat in andere Schreck und jetzt in anderen Schockzustand befindet, keinen angenehmen Zustand, das unterbrechen diese Kette. Wie können wir diese meine Arbeitweise nicht damit Frieden schließen, sagen, ey, das ist so, wirst bestraft. Und so für mich, die Bestrafung kommt hier wieder auf dich zu. Wie kann man unterbrechen? Und das ist die Seele-Erfahrung weitgehend. Jede Situation, es ist hart gesagt, es ist schwerer. Es ist sehr schwierig, ist das, loslassen können.
mit Frieden. Und ich habe eins verstanden. Ich bin einen Tag gesessen und die Frau sagte, nur Richter, wie soll ich, ich möchte, wie sind hier spielen, jeder von uns Menschen spielt eine Rolle Richter, richtet den anderen. Es ist die, gibt's die Situation, gibt's die Bedingung, es gibt Zeit und Raum, in denen man gesperrt. Viele Verwirrungen gibt es. Ist die echt, das, was ich verstanden habe, ist, ich habe kein Recht, Richter zu sein hier. Denn ist das die, jede Seele ist ein Gotteskind. Jede Seele ist das, der, der ist der Richter. Nicht ich bin ja, der Richter. Und jede Seele hat ja ihre Erfahrung, die, mal will der Täter sein, mal Opfer. Und ja, ich das bin, gehört ja dazu. Hier, ja. Wenn ich das angezogen habe, ich muss sehen, welcher Anteil in mir, warum ich ziehe das Gewalt an, dass ich muss zusehen, dabei sein bei Gewalt. Oder warum ich bin in diese Opferrolle. Oder warum bin ich in die Täterrolle. Täterrolle, nicht nur die gibt es richtig schlagen, töten oder so. Es gibt verbale Täter, gefühlsemotionale Täter gibt es. Das sind sehr viele Arten. Ja. Und davon dann, es ist wiederum dann, wir kommen in den zurück. Bitte beobachte dich selbst. Lerne, das ist das Erfahrung. Lerne aus deinen eigenen Gefühlen, Emotionen, begegnest welche Menschen, frag dich, welche Anteile in mir dieser Mensch spiegelt jetzt. Nur so kann ich in diesen, wenn ich mitten in Geschehnissen, nur so kann langsam meine Wege räumen und etwas mir einen Weg finden. Sonst werde ich da drin bleiben. Und eine und das ist der wieder kommst du und wieder diese Situation zu lösen, am Ende das wieder in Ordnung bringen, ja? Wieder daher zu lösen. Am Ende, dieser Mann schließt Frieden mit diesen zwei Seelen. Es sind seine Enkelkinder, er liebt sie. Was ist, er liebt sie und leidet sie. Liebt. Und das ist, das geht am Ende um die Liebe. Und auf irdischer Ebene erkennt er das nicht, aber wenn der dann schon in die andere Dimension ist, dann merkt er, welchen Fehler der begangen hat. Und zwar in dem Moment, als er den Fluch ausgesprochen hat, unbewusst. Weil wenn man Grausamkeiten erlebt und zuschaut, und es ist eine menschliche Reaktion, oder? Und dann in dem Moment sagt man sich, oh mein Gott, dir wünsche ich irgendwas. Es passiert ja jedem Mal von uns, also jetzt in Situationen. Und da muss man echt Acht geben, die Gedanken, wo die hingehen. Das ist die traumatische Erlebnis. Jede traumatische Erlebnis, wenn der Mensch bevor ihn geht, ja, das ist, kommt Zeit, jeder von uns geht, dass die traumatische Erlebnis, nicht verarbeitete traumatische Erlebnis, lässt unser Bewusstsein, Teilbewusstsein, eingesperrt in diesen Raum und Zeit, in dem diese Trauma geschehen ist. Und dann wird Leben geleitet von diesen Traumas geschehen, Traumata geschehen ist. Und das ist das, was das die wichtig ist, dass, was jetzt ist, dass die Dinge weiter ins Licht gehen, nicht von Traumata sich gefangen zu halten in Raum und Zeit. Und wenn dort gefangen hält, dann Seele kann nicht dort, kommt nicht an, sie ist nicht frei. Und da gibt es die greifende Engelwelt und so, und dann schicken sie nochmal in diesen Ding leben, damit das schneller. Für uns ist das 50, 70, 100 Jahre. Es ist 100 Jahre, oh, ist gut, lange gelebt hast. Aber was ist die 100 Jahre im Vergleich mit Ewigkeit? Millionen, x Milliarden. Das ist gar nichts, nicht mal eine. Das Augen zu nehmen. Wir sind eine Eintagsfliege. Ja. Und dann ist das, für uns ist das, oh Gott, der kommt wieder und so. Ich sage, oh mein Gott, ist das, wir sind auf der Reise. Wenn die Station von A-Station bis zu B gehst, möchtest du zum Beispiel aus München reisen nach
Tokio und machst du Zwischenstationen irgendwo, ja? Kurze Zwischenstationen, ja. Du machst du da in, wo machst du das? Möchtest du in Moskau machen? Möchtest du in Dubai machen? Möchtest du in Peking machen? Oder so. Und die kurze 2-3 Tage, dann ist irgendwo, die gefällt nicht, dass du sagst, Smog in Peking war furchtbar. Dann gehst du dann in Dubai und sagst, oh Gott, die Hitze war furchtbar. Da war es, die sind die Erlebnisse. Ja. So ungefähr geht auch Lebensstationen ab. Schönes Bild. Vielen lieben Dank, dass ihr beide da seid. Ich freue mich, wir machen noch eine Sendung auch über den Tod und den Austritt der Seele. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Wenn jetzt wirklich Menschen sagen, oh, ich habe das Gefühl, da stimmt bei mir auch irgendwas nicht. Ich möchte mal näher mir das System, in dem ich bin, oder meinen Seelenplan anschauen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit, es euch zu kontaktieren? Ja. Das ist unter www.bachetnur.de. Das kann man mich erreichen. Das schön. Telefon, alles steht. Und ich habe Webseite. Ja. Das Buch. Darf man sagen, die Bachetnur hat ja noch ein Buch geschrieben auch. Ist eine Autorin. Und ihr Buch ist auch erhältlich auf der Webseite. Schön. Ja. Super. Ich habe es in 2 Tagen verschlungen. Es geht um dein Leben auch, gell? Die Erfahrungen. Ich werde dieses Jahr ein zweites Buch geben, gerade um die Seele-Erfahrung, um die Seelen, was für ein Eben, viele reden sie von den Ebenen, ja, mental und so, das ist die Dinge jenseits, wo ist die Zwischenwelt und so, was ist das mit den Toten, warum ist das geschieht, aber es ist manchmal, Menschen verstehen sie nicht, wovon sie reden sie. Und überhaupt, um die Verstehen, Sinn des Lebens zu kommen, überhaupt, um das hier klar zu kommen mit Leben, ist die erste Stelle Anerkennung Seele. Ja, super. Körper, viele Menschen identifizieren sich mit Körper und Gehirn. Das ist irreführender Weg. Absolut irreführender Weg. Ja, schön. Also, wir haben noch ein Thema, gerade dieses Thema, dass man sich identifiziert mit dem Körper und sogar seiner Meinung. Da können wir noch echt drüber sprechen, freue ich mich drauf. Danke, dass ihr beide da wart und bis zur nächsten Sendung. Danke. Liebe Zuschauer, ja, wunderbares Thema, wie die Seele in den Körper kommt, und ist schon auch wirklich spannend, wenn man sich überlegt, dass der Plan doch schon gesteckt wurde. Ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges für sich mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte hier registrieren Sie Vikrisana, denn damit können Sie alle Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche genießen, und abonnieren Sie auch hier den YouTube-Kanal. Das verbreitet diese Sendung noch viel, viel besser. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.